In der Landwirtschaft fehlt es an Nachwuchs. Die Generationenlücke in der Agrar- und Ernährungswirtschaft ist eine globale Herausforderung. Weltweit, aber auch in der Schweiz, werden die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter immer älter. Warum ist das so? Die Gründe sind vielseitig und komplex. Im internationalen Diskurs begegnen wir zwei wiederkehrenden Hauptgründen. Auf der einen Seite zögern viele junge Menschen die Landwirtschaft als attraktive Existenzgrundlage anzuerkennen und bringen sie mit harten Arbeitsbedingungen, niedrigem sozialen Status, aber auch niedrigen Einkommen in Verbindung. Auf der anderen Seite sehen sich viele junge Unternehmer, die sich im Sektor etablieren möchten, Herausforderungen ausgesetzt, wie den Zugang zu finanziellen Mitteln, Land oder auch die Frage der Absatzkanäle der Produkte. Mit Schweizer Mitteln hat die FAO, die UNO-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft, ein Instrument entwickelt, um erheben zu können, was es braucht, damit sich junge Menschen erfolgreich im Agrar- und Ernährungssektor etablieren können und wollen. Drei Haupterkenntnisse: Es braucht politische Mitbestimmung, es braucht finanzielle Anreize und es braucht Dialogformate, wo sich die junge und die alte Generation begegnen können, austauschen können, weil durch die Generationenlücke geht auch sehr viel Wissen verloren. Um die Landwirtschaft attraktiver zu machen, braucht es die Entwicklung von neuen Technologien. Die landwirtschaftliche Ausbildung muss gefördert werden mit einem starken Fokus auf die Stärkung der unternehmerischen Fähigkeiten und muss das Image der Landwirtschaft in den Medien, aber auch in der Gesellschaft als Ganzes verbessert werden. Auch das wichtige Erkenntnisse dieser FAO-Arbeiten. Der Bund ergreift verschiedene Maßnahmen, um die Attraktivität der Landwirtschaft für junge Menschen zu erhöhen. Seit vielen Jahren haben wir das Instrument der Starthilfe für Junglandwirtinnen und Junglandwirte unter 35 Jahre, ein zinsloser Investitionskredit. Die neue Vorlage sieht weitere Instrumente vor, wie die Modernisierung des Pachtrechts für die Erleichterung des Quereinstiegs in die Landwirtschaft oder die Förderung neuer Produktionsformen wie Insekten und Algen. Für eine Landwirtschaft mit Zukunft ist die Rolle von jungen Fachkräften entscheidend. Nur so gelingt Wandel und nur so erreichen wir die dringend notwendige Transformation der heutigen Agrar- und Ernährungssysteme.